Bonbon. Es geht schon wieder. Es geht schon wieder los bei mir. Es hakt aus. Und wir starten jetzt. Ey, es hat funktioniert! Magischer Finger. Man sagt, ich habe magische Kräfte. Vor allem die Frauen. Ja, ich Großfresser. Seit 26 Jahren mit einer zusammen. Und die sagt das ganze Gegenteil. Du Arsch. Nee, sagt sie nicht so ganz lieber, aber magische Kräfte habe ich trotzdem. Dr. Ludwig. Hier ist der König. Hier. Ich habe eine Krone mit zwei Zacken. Der muss motiviert werden. Jetzt noch nicht. Jetzt hat noch Motivation. Aber wenn es wirklich 12 Stunden werden sollen. Ja, die Krone habe ich gerade mal abgesetzt. Weißt du, verträgt sich nicht mit meinem Headset und so. Verträgt sich nicht mit meinem Headset. Sehe keine, ich auch nicht. Das dumme Schwein hat uns doch alle angelogen. Der Wichser. König am Arsch, Junge. Hat nicht mal eine Krone, der Affe. Kriegt einen in die Fresse. Walli, wie sieht's aus bei dir? Was geht ab? Hast du gestreamt heute? Hast du gestreamt gestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte gestern zu tun, Videos schneiden und dann bin ich auf in den Garten gefahren, in den Garten. Aber heute schon wieder zurück. Ja, und jetzt beklage ich mich nicht. Ich wäre am Garn geblieben, klar. Ich beklage mich aber auch nicht, wenn es halt nicht der Fall ist. Dann aber ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich wegen Ranzruh, oder? Nee, oder? Abholen ist abholen. Dann kann ich eigentlich auch direkt raus. Was habe ich denn? Outskirts wahrscheinlich. Habe ich Geld mit? Natürlich. Ja, kann sein. Oh ja, zum Glück. Eine kurze Streampause. Mentales Loch. Seit Vibe fast jeden Tag gestreamt. Kein Follower. Minus 8 Follower. Oh, das ist. Das verstehe ich nicht. Wenn du streamst. Ja, gut. Einer ist auch bei mir verschwunden. Wahrscheinlich vermute ich mal, dass es halt ein Scam-Follower war. Weil ich jetzt aktuell ja nicht mehr Scam spiele. Dass da vielleicht einer gesagt hat, ja, gut, dann nehme ich mein Follow zurück. Ich werde natürlich irgendwann wieder Scam spielen, aber ja, es ist halt so. Bei YouTube ist es das Gleiche. Du kriegst Abonnenten. Ich hatte ja 1285. Man sieht das ja nicht. Du siehst ja jetzt bloß die Zehner. Und da sind auch, ja, über 3 Tage verteilt 5 Stück verloren gegangen. Kannst du nichts machen, weil die ist halt so. Ärgerlich, sehr, aber ich hatte ja mal gehofft, dass ich mal endlich mal die 1290 knacke. Aber eigentlich ist es, ja, es ist, aber ja, ich weiß nicht, ich sehe es halt locker. Ich will ja zocken, weißt du, und ich streame nebenbei. So. Und wenn einer ein Follow da ist, freue ich mich riesig. Aber ich hätte ja sowieso gezockt. Und sowieso gezockt. Ach ne, ich muss ja Outskirts. Ich muss ja Outskirts zurück, ich Trottel. Dann versuche ich mal den Weg zu laufen. Des geringsten Widerstandes natürlich. Bis zu meinem Spawn, wo wir gerade waren, dann versuche ich. Oder warte mal, wir könnten auch. Wie sagt man, der kritische Punkt wäre jetzt hier vorne der Sniperfelsen. Das ist nochmal so eine Begegnungsstätte.
Ansonsten sind die Leute beschäftigt hinten im Dorf. Schnorf. Hinten im Schnorf mit ihrem Schorf. Und die anderen hier unten in der Mühle, die da hinten sind, noch am Emmer kommen. Das Einzige ist hier wirklich dieser Bereich vor uns. Wenn wir den hinter uns haben, denke ich mal, sollte der Weg frei sein. Höchstens ist es einer hinten, der Skeps schießen möchte oder sowas. So, warte, ich muss das mal wieder lesen. Ich kau mir mal hier ins Gebüsch, ne? Ne, sagen die ja nicht. Ja, Streamer und Zahlen, soll man sich nicht drauf einschießen. Aber macht einen etwas müde, ja, das glaube ich dir. Ach, ey, keine Entschuldigung. Dafür ist der Chat da. Ihr sollt ja schreiben. Hier ist ein Skeff. Würde ich vielleicht erstmal... Nee, warte, wir gehen außen an die andere Seite lang. Den Skeff würde ich erstmal ungern töten, weil... Geräuschpegel. Das sind Spieler gewesen. Nee, das kann kein Spieler sein. Weil da oben ein Skeff steht. Oder ist der Spieler so schnell gerannt, dass das Käffi nicht gesehen hat? Oh! Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. Was haben wir wieder vergessen? Ich nehme es mit und wäre wieder draufgegangen, ohne einen Bissen zu mir zu nehmen. Weil der Junge nur am Labern ist. Halt doch die Fresse und konzentrier dich auf deine Scheiße. Ja, Mama. Ja, 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 ja. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Ich möchte auch keine schlafenden Hunde wecken. Das sind zwei. Hätte ich es mal sein lassen. Ich Trottel. Ich bin so dumm, Alter. Und dann hätte ich den einen wenigstens noch mal einen richtigen Headshot geben sollen. Nee. Es reicht noch nicht mal für die 22. Mann, bin ich doof. Jetzt kann ich wieder rein. Warum bist du so doof, Alter? Ich weiß es nicht. Ich wurde so geboren. Na gut, dann machen wir es jetzt halt andersrum. Jetzt laufen wir zum Sniperfelsen hin. Dann vorbei Richtung See, holen das Blut ab. Und verpussen uns. So ein bisschen links rüber, weil dann war, da ist ja auch ein Spawn. Nicht, dass der an den Kisten hängt und uns gleich beim Sprint direkt die Pfosten wegschießt. Checkpoint geht's schon wieder ab. Ja, wir halten uns hier ein bisschen links.
So, mein Sohnemann hat jetzt auch, wir haben heute nochmal gesprochen. Ich sage so, ja, 140 Euro für die große Version, für die EOD ist mir ein bisschen zu teuer. Aber er ist auch mit der Kleinen zufrieden, sagt er. Das reicht erstmal. Und dann hole ich jetzt eine Kleine, damit kann er spielen. Und falls er doch Lust haben sollte, weiter zu spielen und intensiver und ernster, dann kriegt er irgendwann die Große, wenn es im Angebot ist. Und falls nicht, habe ich eine Kleine. Die man auch, weil ich habe noch nie eine, mit einer Kleinen, am Anfang ja schon, aber das war ja eh alles Neuland. Oh, GZ, 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 Gratulation. Deine erste? Wo hast du die gefunden? Im Dings, im Techno oder hinten im was ist das denn, Idea in diesem Bürobereich? Keine Version, geht voll klar. Kleine Version geht voll klar, ja klar. Zwei hast du, ah, okay. Nur bei den PCs. Ach so. Ja gut, auf Interchange müssen wir ja auch noch, weil 25 Scavs schießen. Und vielleicht haben wir auch Glück und finden eine Grafikkarte. Ich habe die am letzten Vibe, habe ich die immer hinten im IDEA-Büro gefunden. Da ist ja dieser Lagerraum mit den blauen Regalen. Da lagen die immer drin. Muss ja immer sie mal survive. Oh, Alter. Robert, wie weit bist denn du schon, sag mal? Du Suchtbolzen. Du bist doch schon Level 30 wieder, oder was? Fast Level 32. Alter Schwede. Da komme ich auch hin irgendwann. Irgendwann habe ich dich ein. Bin ich auch Level 32. Jetzt haben wir diese, ich nenne es Critical Zone. Das ist kein Hotspot, aber halt ein kritischer Bereich. Habe ich mir ausgedacht. Fand's cool. Weil man muss ja unterscheiden zwischen Hotspots wie Sägemühle, Dorf und so weiter und so fort. Hier jetzt auf Woods zum Beispiel oder Checkpoint, das ist ja auch so ein Hotspot. Und so kritische Bereiche, wo man sich höchstwahrscheinlich doch mal mit anderen, wo man doch höchstwahrscheinlich auf andere Spieler trifft. Was ja nun nicht zwangsläufig ein Hotspot sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin zu doof, es zu erklären. Also Punkte auf der Map. Wie bei Shoreline zum Beispiel. Du hast ja da die Tankstelle. Ich würde die Tankstelle jetzt nun nicht unbedingt als Hotspot bezeichnen. Das Pier, ja, mit seinen Büros. Das ist halt so eine Mischung, da trifft halt so eine Critical Zone auf den Hotspot. Ich mache eine Wissenschaft draus. Und, aber hier, das ist ja, hier ist ja nun nichts weiter, weißt du? Aber trotzdem ist hier Publikumsverkehr zu erwarten. Ich möchte als Erfinder der Critical Zone in die Annalen eingehen.
Und meistens hast du ja, sind die kritischen Zonen zu bestimmten Zeiten sozusagen. Gib dem Mann was zu trinken. Dann hält er sein Maul. Das kann sich doch keiner reinziehen. Mann, oh, wieso stoppt denn er so schlagartig? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken, Oh, ey, oh, mein Herz. Alter, ich dachte, ich krieg eine Breitseite. Alter Schwede. Da war ein Skiff da oben. Wie laufe ich jetzt? Das Dumme ist, hier unten hast du relativ wenig Deckung. Wenn da oben einer sitzt. Wir riskieren es mal. Mann. War ja wieder klar wie Kloßbrühe. Ach nee, da, es qualmt. Ui, 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 ui. Ja, es wird mitgenommen, der Mist. Besser als nichts. Muss raus. Ja, das ist ja wunderbar. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Ein 60er, mein erstes 60er Mac. Und jetzt Level 22. Robert, ich bin ja auf den Fersen. Zieh's dir rein. Zieh dich mal warm an. Vielleicht zieht der Matze an dir vorbei. Nee, das schaffe ich nicht.